Herzlich willkommen zur Echtzeitwoche am 19. Juli. Am Wochenende wurde am Trabochesee ordentlich in die Pedale getreten, denn bei der dritten Tretbootregatta war neben Geschicklichkeit auch Kondition gefordert. Trotz vorhandenen Ehrgeiz der Teilnehmer stand vor allem der Spaß im Vordergrund. Zeitig vor dem großen Start zur Tretbootregatta am Trabochersee waren bereits viele fleißige Hände bemüht, einen möglichst spektakulären Wettkampf vorzubereiten. Schließlich mussten sich die Teilnehmer einiger kniffliger Aufgaben stellen, bis sie die Zielglocke ertönen lassen konnten. Ja, zum dritten Mal gibt es am Trabochersee diese Tretbootregatta. Wie ist das entstanden? Die Tretbootregatta ist entstanden 2018. Da haben wir die Idee gehabt, dass wir Tretboote da haben, dass wir da eben eine Veranstaltung, eine sportliche, aber nicht nur Sport allein, sondern Spaß mit Hindernissen, das ins Leben rufen. Und dann haben wir das erste Mal 2018 gehabt, das zweite Mal dann 2019. Und durch die Corona-Pandemie aussetzen müssen und heuer ist es das, Gott sei Dank, das dritte Mal. Der See bietet sich genau für solche Veranstaltungen an. Der See ist ideal. Wir haben da ein schönes Wasser. Und die Landschaft und das ganze Umfeld ist optimal und auch für die Leute ist es ein riesiger Vorteil, weil wir haben Parkplätze, wir haben alles, die Infrastruktur ist alles da und durch das wird das auch sehr gut angenommen. Gegen Mittag war es dann soweit. Die Spannung, aber auch Nervosität stieg bei den Startern, denn es wollte ja jedes Team die begehrte Siegertrophäe mit nach Hause nehmen. Einige versuchten es schon einmal mit furchteinflößenden Namen wie die brachialen Schildkröten oder hinwegtäuschende Namen wie die Nichtschwimmer. Aber schwimmen musste ja niemand, solange man im Boot blieb. Wer macht das alles mit? Na, bei der Regatta ist ein bunt gemischter Haufen. Ist das. Wir haben gesagt, wir laden natürlich alles ein, von jung bis alt. Es ist kein ausgegrenzt. Das Mindestalter ist halt 12 Jahre. Und vom Alter her hin auf zu, ja, ist auch keine Grenze gesetzt. Aber es ist immer so, es ist schwer, die Leute zu motivieren. Machst was, ist gut. Machst nichts, ist auch nichts. Nicht unter dem Motto sagst du, okay, wir ziehen das trotzdem immer wieder durch, dass wir bei dem bleiben. Und auch die Frauen sind dabei? Ja, wir haben eine Frauengruppe auch. Und eine Kindergruppe haben wir auch und das passt recht gut. Mit Geschicklichkeit startete man zum Dosen- und Ringwerfen und nachdem die Kuh gemolken war, kam das kräftiraubende Treten in die Pedale, was sich bei den herrschenden Temperaturen als eine schweißtreibende Tätigkeit herausstellte. Zum Glück wartete nicht nur für die Schwächer der Crew oder dem Gösser-Team am Ziel ein kühles Getränk. Sie sind Schiedsrichter, auf was achtet man, was für eine Aufgaben kommen auf einen Schiedsrichter hier zu? Ja, das ist ein Parcours, Tausendwerfer, hinten ist, da müssen sie möchen und wenn sie das geschafft haben, müssen zu den Schwimmwesten rennen und aufs Tretboot rauf und dann lostreten. Wir als Schiedsrichter müssen darauf schauen, dass alles ordnungsgemäß runterläuft und ja, jeder will gewinnen. Nicht? Ja, voll cool. Das Bier fehlt halt beim Treten, aber sonst hat genau passt. Ah, und was waren so die Herausforderungen? Ja, das Treten war ziemlich anstrengend, ist ziemlich schwer. Schwer, als man glaubt hätte. Was waren so die Herausforderungen? Wenn man zum Schluss die Kurven noch kriegt. Also, dieser Papa hat das Team Schildkröte noch. Aber ich glaube, der Spaß ist wichtig. Ja, war eben lustig, ja. Bei uns ist es so, wir haben extrem viele Leute, vom Auswärts, und zwar wirklich zwischen Vorarlberg und Burgenland. Und ihnen gefällt das hier sehr gut. Und wir haben natürlich Einheimische auch sehr viel. Aber im Großen und Ganzen im Sommer sind wirklich fast schon mehr auswärtige Leute hier als wir Einheimische. Und es ist ja natürlich, die Kulinarik kommt bei euch auch nicht zu kurz. Genau, wir kochen verschiedenste Arten aus, mit einem Grillen am Wochenende, wir haben sehr viel Live-Musik, auch heute am Abend zum Beispiel spielt eine Rockband aus Italien, aus Udine, die geben am Abend noch richtig Gas,
rockige italienische Geschichte. Und natürlich ist rund um und um ist das Ambiente einfach toll hier. Ne? So ging die dritte Tretbootregatta auch heuer wieder mit viel Spaß zu Ende. Je bunter sie blühen, desto schöner sind sie natürlich zu betrachten. Und desto vielfältiger sind auch ihre Bewohner. Es geht um die Blumenwiesen, genauer gesagt um ihre Bewohner. Die Initiative Naturschaft Solidarität aus Kammern lud zu einem Insektencheck mit jede Menge Fliegen, hüpfenden Sechsbeinern, bunten Vierbeinern und ein Dutzend interessierter Zweibeiner. Wir haben gelernt, Landwirtschaft mit höchsten Erträgen zu betreiben und die Früchte der Natur für uns zu nutzen. Immer größere Maschinen bearbeiten die Felder, immer schneller wachsen die Pflanzen und immer öfter werden die Wiesen gemäht. Dass jedoch dies immer auf Kosten der Flora und Fauna geschieht, ist uns allen bewusst. Viele Pflanzenarten werden verdrängt, auch nützliche Insekten verschwinden und Monokulturen nehmen allmählich Überhand. Beim Insektencheck der Initiative Naturschaft Solidarität ging es um die Bewusstseinsbildung für den Otto-Normalverbraucher. Welche nützliche Insekten leben auf der Wiese? Wer beheimatet biologische Grünflächen? Und welche Vielfalt findet sich in einer speziell angelegten Blumenwiese? Günter Hofhüllner, Initiator des Insektenchecks in Hammern, zeigt sich begeistert über den großen Zuspruch dieser Aktion. Wir haben heute einen Insektencheck organisiert. Da kommt eine Biologin, die Margit ist da Profi in Sachen Insekten, Bienen, Schmetterlingen etc. Die kommt her zu uns, hat in Kammern verschiedenen Wiesentypen. Insekten werden da gecachet, also gefangen und dann in Schaukästen bestimmt. Die werden dann nachher natürlich wieder freigelassen. Und man sieht da natürlich den Zusammenhang zwischen verschiedenen Wiesentypen, wie oft da gemäht wird, wie gedüngt wird, wie sich das auf die Vielfalt der Insekten auswirkt. Das ist die Frage, wie die Vielzahl der Flächen gepflegt ist, weil wenn ich halt nur grüne Wiesenflächen habe, was nur mit einem Rosenroboter oder mit Rasenmäher gemäht werden, da habe ich eigentlich keine Insektenvielfalt oder da haben die Insekten nicht wirklich etwas davon. Darum soll man wirklich etwas stehen lassen oder wirklich kleine Ecken als Blühflächen anlegen und dort haben wirklich die Insekten Nahrung und können sie entsprechend vermehren und haben auch entsprechende Vielfalt. Und wenn man sich die Zeit nimmt und genauer hinsieht, kann man auch die kleinsten Krabbler entdecken. Auch wenn es noch so pelzig ist und einem die Haare zu Berge stehen, jedes Insekt hat seine Funktion. Darum gegangen, dass eine Teilnehmerin gemeint hat, na, das Ungeziefer. Und also wenn man jetzt das ökologische System an sich betrachtet, dann hat jedes Tier, auch jedes Insekt seine Funktion im ökologischen System. Also das Wort Schädling ist ja ein menschlich geprägtes, das auch durch uns sozusagen definiert wird, wie sich die Insekten verhalten und ob sie sozusagen für uns schädlich sind. Im Gegensatz zu den für uns Schädlichen gibt es unglaublich viele Nützlinge. Das sind die, die eben auch die sogenannten Ökosystemdienstleistungen für uns machen. Das sind die ganzen bestäubenden Insekten, das sind die ganzen Nützlinge, die andere wegfressen. Da können nicht nur Insekten dazu, zum Beispiel auch die ganzen Spinnentiere, die unglaublich viele andere fressen und dieses System im Gleichgewicht halten. Die Natur ist ein Geschenk und wir sollten Flora und Fauna wieder besser kennenlernen. Denn nur wenn man Blumen und Tiere kennt und sie auch schätzt, kann man sie auch schützen. Denn jedes noch so winzige Tier hat seinen eigenen Platz in unserem ökologischen Gleichgewicht verdient. In Mitteleuropa sinkt die Zahl der Schmetterlingsarten dramatisch. Dabei tragen auch sie maßgeblich zu einer intakten Umwelt bei. Über die Ursachen und was man dagegen tun sollte, gibt der Präsident des Steirischen Naturschutzbundes, Universitätsdozent Prof. Dr. Johannes Gepp, uns Auskunft. Herr Professor, man hört verstärkt von einem Rückgang von Schmetterlingsarten. Stimmt das? Ja, generell die Insekten haben in den letzten 50 Jahren um 70% abgenommen, was die Biomasse betrifft. Und in Österreich gibt es über 4000
verschiedene Schmetterlingsarten. Und davon sind im Schnitt etwa 50% der Arten, also jede zweite Art, wird seltener oder wurde innerhalb der letzten 50 Jahre seltener. Und zwar besonders die Tagfalter. Die sind sogar über der 50%-Marke, die Nachtfalter etwas unter der 50%-Marke. Aber das bedeutet, an die 2000 Schmetterlingsarten wurden in den letzten Jahrzehnten seltener, als sie noch zuvor waren. Was können da die Ursachen sein? Die Ursachen sind ganz eindeutig die Verluste der Lebensräume. Die Schmetterlinge brauchen ihre spezifischen Lebensräume und wenn es die nicht mehr gibt, können sie sich nicht vermehren. Und dadurch ist die Abnahme einfach bedingt. Aber wir haben natürlich eine Reihe anderer Faktoren. In der Landwirtschaft, in der intensiven Landwirtschaft, werden Insektizide verwendet. Das sind natürlich auch Gifte für die Schmetterlinge. Dann haben wir zu wenig Lebensräume, wo sie ihre Nahrungsmittel finden, beziehungsweise ihre Pflanzen, wovon die Raupen leben. Das Schmetterlingsleben ist ja nicht nur das des Falters, sondern der Raupenstadien. Und die fressen ja irgendetwas. Und zwar viele Falter ganz spezifisch, vielleicht nur eine Pflanzenart, die Blätter einer Pflanzenart. Und wenn es diese Pflanzenart nicht gibt oder sie ist seltener geworden, dann wird der Schmetterling auch nicht überleben können. Und was kann man jetzt dagegen tun oder wer kann jetzt etwas dagegen tun? Ja, da haben wir noch die weiteren Gefährdungsursachen. Zum Beispiel die Lichtquellen. Für die Nachtfalter sind die Lichtquellen, die anlocken, ein Gefährdungsfaktor. Heiße Lampen, da verglühen sie und dergleichen. Und deswegen hat die Europäische Union von allen Mitgliedstaaten verlangt, insektenschonende Lampen zu verwenden. Aber es gibt noch viel zu viele Lichter in der Nacht. Wenn man sich anschaut, Sportplätze, die über Kilometer weit beleuchtet sind, locken aber tausende Insekten, vor allem Schmetterlinge an, die dann dort gebunden sind und vermutlich viele davon gestört werden in ihrer weiteren Entwicklung. Und dann sind wir alle, wir Autofahrer natürlich auch mitschuldig, aber tausende Schmetterlinge durch die Autos niederzumähen. Das große Netz an Straßen ist eben so dicht, dass wenn es Überlebensmöglichkeiten irgendwo gibt, so sind dann die Falter, wenn sie in der Nähe einer Straße kommen, wiederum allzu oft Opfer. Jetzt hört man des Öfteren auch schon davon, gibt es schon Maßnahmen, die seitens Regierungen bzw. von Privatpersonen schon gesetzt werden? Ja, Gott sei Dank. Wir Naturschützer bemühen uns durch Errichtung von Schutzgebieten. In der Steiermark ist ein Drittel in etwa irgendwie unter Schutz, allerdings der Schutz ist nicht intensiv genug. Und deswegen, wir vom Naturschutzbund haben an die 700 eigene Flächen, die uns gehören. Und da wird optimaler Schutz von Schmetterlingen, natürlich von Pflanzen, von sonstigen Tieren betrieben. Und da ist es so, dass wieder wie früher auf einem Hektar bis zu 4000 Tagfalter vorkommen können. Allerdings, solche Flächen sind sehr, sehr selten. Abschließend jetzt vielleicht noch die Frage, Sie als Naturschützer, was würden Sie jemandem, der Naturschutz ernst nimmt, mit auf den Weg geben? Welchen Tipp hätten Sie da parat? Ja, der Wunsch an alle Gartenbesitzer, nicht Rasenroboter herumlaufen zu lassen, sondern Blumenwiesen zu erlauben, beziehungsweise eine Ecke mit Brennnesseln. Vor allem auf den Brennnesseln gibt es so viele Raupen der buntesten Tagfalter. Also da kann man wirklich etwas für die Natur tun, seinen Garten naturgemäß vielartig gestalten, nicht Rasen mähen, einfach mit der Sichel und Sense arbeiten und Blumen für die Schmetterlinge blühen lassen. Noch eine kurze Frage, wie wichtig sind denn Schmetterlinge für das Ökosystem? Die tausenden Schmetterlingsarten bestäuben, weil sie lange Rüssel, Saugrüssel haben, bestimmte Blüten, die eben langblütig sind. Und daher sind nicht nur die Bienen sehr wichtig und aktiv, sondern auch die Schmetterlinge, die ganz bestimmte Pflanzen bestäuben, beziehungsweise nur die Schmetterlinge bestäuben diese. Das heißt, umgekehrt, einerseits, es muss die Pflanzen geben, damit die Raupen Futter haben und die Schmetterlinge dadurch sich entwickeln können. Aber umgekehrt braucht es die Schmetterlinge, damit auch die Pflanzen ihre Vermehrungsmöglichkeiten finden. Um den Entstehungsprozess dieser bunten, nützlichen Vielfalt nicht weiter zu reduzieren, sollte jeder einen Beitrag zum Schutz der Schmetterlinge leisten.
Die Kameraden der Bergrettung Mautern luden vergangenes Wochenende zum Steinbruchfest mit Kindergletterstreik, Bierkistenklettern, Grillspezialitäten und jede Menge gute Unterhaltung ein. Man soll die Feste bekanntlich ja feiern und dabei nicht immer darauf achten, wie sie fallen. Dies dachte sich die Bergrettung in Mautern. Bei diesem Fest mit einem tollen Rahmenprogramm wollte man aber auch auf die Arbeiten dieser wichtigen Institution aufmerksam machen. Seit wann gibt es den Bergrettungsdienst in Mautern? Die Ortsstelle Mautern ist im Jahr 1946 gegründet worden. In der Zeit waren sehr viele Alpinunfälle und Lawinenunglücke. Dass man gesagt hat, man muss jetzt einen Bergrettungsdienst, einen organisierten gründen. Da war der erste Ortssteinleiter, war der Super Ernst. Dann unter anderem hat es noch gegeben Peter Gössmann, dann in Friedl Gumpold, in Fritz Bernhard, in Gumpold Andreas und seit heuer im März bin ich Ortssteinleiter. Wie wird man Bergretter? Was braucht man für Voraussetzungen? Voraussetzungen braucht man grundsätzlich einmal, dass man gern in die Berg geht, weil das muss man natürlich gern da auch. Und dann braucht man schon eine Grundfitness und man muss ja ein bisschen auskennen in die Berge, sage ich mal, ein bisschen Skitouren gehen und schon bewandert sein in den ganzen Geschichten. Und dann kann man jederzeit an einen von unseren Kameraden herantreten und dann sein Interesse äußern. Und wenn das für beide Seiten passt, nachher geht man in sein Probejahr. Das heißt, man muss dann im Probejahr dann gewisse Auflagen erfüllen, dass man mindestens 50% da ist bei den Übungen und bei den Einsätzen und auch bei den Arbeitseinsätzen. Und wenn das dann in den Jahren für beide Seiten passt, nachher geht man in den aktiven Stand quasi über als Anwärter. Und dann fängt eigentlich die Ausbildung an. Da hat man zuerst dann einen Grundkurs Sommer, einen Grundkurs Winter mit jeweils einer Woche. Und dann ist der Abschlusskurs im Sommer und dann ist man nach ca. 2 Jahren fertiger Bergretter. Durch den zunehmenden Extremalpinismus sind auch die Gefahren der Retter gestiegen und somit auch deren Anforderungen stetig gewachsen. Jetzt, wie schaut es aus mit der Mannschaft? Wie viele Mitglieder habt ihr da? Wir haben zurzeit 24 Mitglieder. Wir haben in den letzten Jahren Gott sei Dank viel Zulauf gekriegt von jungen Leuten, von jungen, aktiven, motivierten Leuten. Wir haben jetzt seit 2 Jahren auch eine Frau dabei, was uns sehr gefreut. Und ja, ist eine super Truppe, muss ich sagen. Die Mitglieder, kommen die nur aus Mautern? Nein, die kommen eigentlich aus dem gesamten Liesingtal, von Kammern, Mautern, Kallwang. Der heutige Stützpunkt ist ja beim ehemaligen Gasthaus Felsenwirt. Wie hat denn das angefangen? Wo war denn das zuerst? Also das war zuerst, war's bei der heutigen Feuerwehr in Mautern. Nebenan, da haben wir ein kleines Kammerl gehabt, oder haben es damals ein kleines Kammerl gehabt, das war eine Obsterkammerl, mehr war es nicht. Da war das ganze Material drin. Dann hat sich das Gott sei Dank einmal ergeben, dass wir in die Gasonäre neben dem ehemaligen Landespflegezentrum in Mautern einen Kellerabteil gekriegt haben, oder eine Kellerwohnung mehr oder weniger. Das war dann schon echter Luxus und seit ein paar Jahren haben wir eben den Stützpunkt beim ehemaligen Gasthaus Felsenwirt in Mautern und da sind wir dankbar, dass wir da unseren Vermieter gefunden haben, der was uns das zur Verfügung stellt. Ich liebe nirgends allein, mein Mädel aus Klein. Weil es auch heißt, früh übt sich, wer einmal ein guter Bergretter werden will, wurde den Jüngsten schon einmal das kleine Berg-ABC spielerisch beigebracht. Für die etwas Älteren galt es, den grünen Rettungsturm zu erklimmen. Auch bei den Kleinen kann es ganz schön laut zugehen. Und wenn Sie jetzt von Flugzeugen, noch besser von Modellflugzeugen begeistert sind, am Flugplatz Lanzen in der Marktgemeinde Thurnau finden vom 20. bis 24. Juli wieder die Mountain Jet Days statt. Sie haben die Möglichkeit, Modellflugpiloten bei einer intensiven Trainingswoche über die Schultern zu blicken. Vom 22. bis 24. Juli, Freitag bis Sonntag, geht es auch am Hauptplatz in Leoben heiß her.
Jede Menge PS, röhrende Motoren und rockige Musik dröhnen durch die Gassen der Innenstadt. Die Iron Road for Children ist wieder da. Österreichs größtes markenoffenes Festival-Weekend für Bikes, Vespas und US-Cars. Ein sattes musikalisches Rahmenprogramm, Street-Food-Trucks, Custom-Bikes, eine eigene Tattoo-Area und jede Menge Highlights. Und das alles kostenlos und für einen guten Zweck. Unter dem Motto »Ein Herz für Kinder, Benzin im Blut« werden Spendengelder für erkrankte Kinder aus ganz Österreich gesammelt. Absolutes Highlight sind neben den unzähligen Bikes und Cars auch die Ausfahrten in die Region nach Trofeiach, Eisenerz und Kammern. Höhepunkt am Samstagabend, Seider und Speer live auf der Bühne. 2022 wird jetzt wieder durchgestartet und das sollten Sie nicht verpassen. Es gibt einige Klassik-Events, bei denen Blech der frühen Jahre eine Rolle spielt. Aber die Enstal Classic sollten Sie sich auf Ihren Terminkalender vormerken. Denn von Mittwoch bis Samstag, von 20. bis 23. Juli, kann man viele historische Fahrzeuge wieder auf Österreichs Straßen bewundern. Am Freitag, dem 22. Juli, ab ca. 11 Uhr, machen die Teilnehmer Stopp am Hauptplatz in Mariazell. Wenn Sie jetzt mehr über diese bereits legendäre Veranstaltung wissen möchten, dann finden Sie dazu unter www.enstal-klassik.at das ganze Programm. Hobbybastlerinnen und Bastler aufgepasst! Unter dem Motto CO2-frei wie anno dazumal geht am Samstag, den 23. Juli, in Nikolsdorf das erste Seifenkistenrennen über die Bühne. Ja, in Nikolsdorf geht es am Wochenende das erste Seifenkistenrennen. Wie kommt man so auf eine Idee und auf was kommt es so an? Also eigentlich war das die Idee von meinem Mann. Und also wir sollen sagen, es hat seit Jahren sowas nicht mehr gegeben. Und wir finden das eigentlich recht cool. Es ist einfach ein Spaß, eine Gaude. Und ja, wir wollen eigentlich Nikolsdorf wieder beleben. Und ich finde das eigentlich recht eine coole Sache. Wie schaut es da eigentlich bei Seifenkisten aus? Wird da auch getunt? Ja, Seifenkisten, da nach oben hin gibt es da eh keine Spaten. Du kannst verschiedene Räder drauf, da Aerodynamik kannst machen, du kannst Spoilaufe machen, du kannst eine Bootwand nehmen als Kisten, eine Fasel kannst nehmen, aber es sollte halt da Zweirad bremst sein und vier Radl soll es haben, vorne und hinten kann er da Abschlepphaken auf zum Aufziehen wieder. Ja. Einen Halm brauchst du dazu und dann kann man schon radeln. Und ihr habt ja sicher schon gesehen, ein paar Fahrzeuge, die da teilnehmen werden, wird das sicher eine spaßige Sache. Es ist sicher für alt und jung, es ist alles dabei und es wird sicher ein Hitz werden. Wir freuen uns schon so drauf, auf dem Samstag, dass weiter alles passt. Es fliegen wahrscheinlich zwei Reparaturflieger auch noch drüber, was vielleicht runtersprühen, wenn das Wetter passt. Ja, es wird sicher eine Gaude werden. Ohne Sponsoren? Und ohne Anrainer geht gar nichts, muss ich auch dazu sagen. Und in dem Sinn möchte ich mich ganz recht herzlich bei unserer Gemeinde und bei Jugend und Sport bedanken, weil ohne die Gemeinde und Jugend und Sport wäre bei uns einfach mit der Veranstaltung nichts möglich. Start ist um 9 Uhr beim Haus Tina in Brandgraben. Das Ziel befindet sich beim Bollwerk Nikolsdorf. Das Rennen startet zunächst mit einer Trainingslauf, um die Strecke kennenzulernen und sich einzufahren, bevor schließlich zwei Wertungsläufe durchgeführt werden. Die Teilnehmer können dabei entweder in der Kategorie Gaudi oder im Speed-Bewerb antreten. Beim Nikolsdorfer Seifenkistenrennen handelt es sich keineswegs nur um eine Veranstaltung für Erwachsene. Auch an die Jüngsten wurde bei der Planung gedacht. Für sie findet auf einer etwas verkürzteren Strecke ein eigener Kinderbewerb mit Bobbycar statt, bei dem Spaß natürlich im Vordergrund steht. Und damit heißt es für mich, für die zu sagen, liebe Grüße aus dem Studio vom gesamten Redaktionsteam und kommen Sie gut durch die Woche.